Mein Name ist Ali Ol, ich bin 1964 in Istanbul geboren. Ich betreibe seit 1980 Kung Fu, habe angefangen bei Meister Greinacher und Meister Sichotong hier in Siegen zu trainieren. Zurzeit trainiere ich bei Meister Ho Kim Hung bei Chobyu Association in Hongkong. Lerne dort das traditionelle Chogakön. Im Jahr 2000 habe ich die German Chogar Association gegründet. Wir haben am Anfang in Hallen, Sporthallen trainiert und wollten ursprünglich eigentlich eine Schule aufbauen, das jedoch nicht finanziell zu tragen war. Wir haben erstmal vier Jahre in Hallen trainiert, bevor wir überhaupt dran denken konnten, eine Schule aufzumachen. Seitdem wir eine eigene Schule haben, stecken mir sehr viel Arbeit und Herzblut rein, um halt die Mitglieder auch zu halten und denen auch das traditionelle Chogar beizubringen, so wie ich es auch in Hongkong lerne. Seit 2004 fahre ich regelmäßig nach Hongkong, um dort bei meinem Meister Ho Kim Hung zu lernen. Am Anfang war es eine relativ schwierige Zeit, weil auch Sprachbarrieren überwunden werden mussten. Natürlich, in Hongkong wird Kantonesisch gesprochen und auch nicht Mandarin. Aber glücklicherweise sind immer einige Schüler da, die Englisch sprechen. Und es ist dadurch relativ einfach gewesen, sich nachher, sag ich mal, auszutauschen, auch zu wissen, womit man die Sachen, sag ich mal, identifizieren kann. Spezielle Namen für Stellungen oder Techniken oder sonst irgendwelche Begebenheiten. Am Anfang war es auch sehr hart, weil der finanzielle Aspekt ist ja auch nicht ganz außen vor zu lassen, zeitlicher Aspekt. Aber jetzt so nach 10 Jahren muss ich sagen, dass wir relativ viel gelernt haben und auch sehr glücklich damit sind, wo wir sind. Wir sind sehr gut aufgenommen worden und können eigentlich sehr, sehr positiv zurückschauen und wir sind stolz auf das, was wir gelernt haben. Momentan ist die Situation in Deutschland nicht so einfach, weil halt viele junge Leute sag ich mal, auch andere Interessen haben als Kampfsport. Und wenn sie Kampfsport machen, dann eher so auf der Kampfbasis. Sie wollen also direkt anwenden können, was sie lernen. Und beim Kung-Fu ist es halt ein bisschen schwierig, weil Kung-Fu braucht seine Zeit. Und wir haben halt das Training auch ein bisschen abgedatet, indem wir halt sehr viel Pratzenarbeit bzw. Techniken eingefügt haben, um diese Sachen auch für jüngere Leute attraktiv zu machen. Darüber hinaus betreiben wir noch ein bisschen Sanda und das kommt bei den jüngeren Leuten sehr gut an. Ja, wir hoffen, dass wir in Zukunft noch mit vielen Freunden auf der Welt zusammentreffen können, die Chogar machen und dass Chogar auch einem größeren, breiteren Publikum, sag ich mal, schmackhaft machen können bzw. vorstellen können und dadurch auch die, sag ich mal, die Tradition des Chogars zu wahren, auch für die nächste Generation.